Fraktion. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als ich vor 15 Jahren die Berichterstattung meiner Fraktion zum Hochwasserschutzgesetz übernahm, habe ich mir nicht träumen lassen, dass das auch meine letzte Rede betreffen würde, die ich heute wahrscheinlich hier im Deutschen Bundestag halten werde. Aber erlauben Sie mir, nicht über die Hochwässer von 2013 zu sprechen oder die vielen Sachen, die wir schon gemacht haben. Wir haben Bund und Länder gemeinsam in den letzten Jahren ein großes Stück beim technischen Hochwasserschutz beschritten. Und wir haben mittels des Sonderrahmenplans für den Prävention und Hochwasserschutz viel an Deichen, Poldern und Retentionsflächen getan. Das ist unbestreitbar. Doch es lassen sich bei allen Anstrengungen auch künftig nicht alle Schäden vor und hinter dem Deich verhindern, sodass mittels vorbeugender Maßnahmen mögliche Schäden an baulichen Einrichtungen unserer Bürger, an Gebäuden der Wirtschaft und der Öffentlichkeit, wenn irgend geht, verhindert oder wesentlich gemindert werden müssen. Das ist der Ansatz des Hochwasserschutzgesetzes II, das auch eine Umsetzung des Koalitionsvertrages und der EU-Hochwasserschutzrichtlinie in nationales Recht ist. Leider fanden sich an einigen Stellen im von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf Regelungen, die zugrunde liegende EU-Richtlinie sehr restriktiv interpretierten und Auflagen für die Bürgerinnen und Bürger sehr hoch ansetzten und uns zu intensiven Beratungen in der Berichterstatterrunde und auch mit Ihnen, sehr verehrter Herr Staatssekretär, veranlasst haben, die aber sehr positiv verlaufen sind. Unsere Überlegungen haben natürlich immer das Ziel, den Hochwasserschutz so effektiv wie möglich zu machen, aber zugleich auch Belastungen, zum Beispiel für den Wohnungsbau, darüber haben wir heute mehrfach beraten, angemessen zu gestalten. Hochwasserangepasstes Bauen darf in Risikogebieten den Wohnungsbau nicht mehr als unbedingt notwendigerweise verteuern. Da Ballungszentren dort, wo wir den Wohnungsbau am dringendsten benötigen, sehr oft eben auch in Risikogebieten liegen. In unserer fachlichen Überlegung haben wir uns zur Bauplanung in den festgesetzten Überschwemmungsgebieten zum Beispiel gefragt, kann der Hochwasserschutz wirklich nicht gegen Erweiterungswünsche im Baubereich weggewogen werden? Das ist eine gefährliche Sache, da sind wir uns durchaus einig. Ist die Privilegierung von Infrastrukturmaßnahmen wirklich in dem Umfang geboten und muss nicht noch mehr auf Anpassung an Hochwassererfordernisse geachtet werden? Wie dem gemeinsamen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zu entnehmen ist, haben wir unter anderem folgende Änderungen in den gemeinsamen Beratungen auch mit unserer Mitberichterstattung von der Opposition erreicht. Die Definition eines Risikogebietes wird durch die Klarstellung konkretisiert, dass es sich um Gebiete handelt, die mit einer Überflutung bei einem 200-jährig auftretenden Hochwasser, also dem HQ 200, zu rechnen ist. Wir wissen ja alle, was Extremhochwasser, jetzt eben wurde es ja von den Kollegen der Linken angedeutet, für Probleme bereiten kann. In Risikogebieten wird von der Pflicht zur hochwasserangepassten Bauweise aller baulichen Anlagen auf eine Sollvorschrift abgerüstet. Bei den Bauvorschriften sollen auch mögliche Schäden berücksichtigt werden. Auch hier haben wir uns sehr stark eingebracht. Das Verbot der Errichtung von Heizölverbrauchsanlagen in Risikogebieten wird nur dann aufrechterhalten, wenn andere, weniger wassergefährdende Energieträger zu wirtschaftlichen vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen oder die Anlagen nicht hochwassersicher errichtet werden können. Der Bauherr hat den Einbau anzuzeigen und die Behörde kann innerhalb einer vorgesehenen Frist entscheiden. Das ist eine wirkliche, vernünftige Anpassung an unsere Lebenswirklichkeit. Von der Untersagung von Maßnahmen in festgesetzten Überschwemmungsgebieten werden Maßnahmen zur Beseitigung Pflanzenwuchs und Anlandung, die dem Wasser zu- oder Abfluss in Retentionsräumen behindern, explizit aufgenommen. Damit folgen wir einer Petition der Bürger aus Riesa,
die uns nachgewiesen haben, dass beim Hochwasser 2013 trotz eines deutlich geringeren Wasserabflusses als 2002 das Wasser genauso hoch an den Deichen stand wie 2002, bedingt durch Anlandung und Verbuschung. Beim Vorkaufsrecht und den Festlegungen zu Hochwasserentstehungsgebieten kommen wir den Anregungen der Länder entgegen. Wir haben auch Klarstellungen umgesetzt. Die Einschränkungen in Risikogebieten, zum Beispiel bei der Aufstellung von Bauleitplänen im Außenbereich, darf kein Bauverbot gleichkommen. Für bauliche Anlagen in Risikogebieten, die aus technischen Gründen nicht hochwasserangepasst errichtet werden können, gilt das Erfordernis der hochwasserangepassten Bauweise nicht. Uns lag dort die Vorstellung eines Fahrsilos vor in der Landwirtschaft. Bei der Anforderung an das hochwasserangepasste Bauen ist die Lage des Grundstückes zwingend zu berücksichtigen. Auch hier war das eine Folge der Beratung, die wir untereinander hatten. Nach meiner Einschätzung ist es dringend geboten, dass die Hochwasserkarten der Länder periodisch auf ihre Aktualität überprüft werden. Sicherlich kann der Bund hierbei helfen. Deshalb fordern wir in unserem Entschließungsantrag, dass die Bundesregierung die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser und gegebenenfalls betroffene Landesbehörden bei der kontinuierlichen Aktualisierung der Gefahren- und Risikokarten nach der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie in allen Belangen unterstützt. Wenn grundstücksgenau ausdifferenziert wird und das aktuelle Kartenmaterial jedem zugänglich ist, ist private und behördliche Planungssicherheit beim Hochwasserschutz problemlos möglich. Frau Bundesministerin, Sie haben jetzt eben von den hohen Folgekosten bei der Umrüstung von Heizölanlagen in, so wollen wir es, moderne Heizungsanlagen, die auch ökologisch wirksam sind, auftreten können. Bitte helfen Sie uns, dass wir gerade Familien, die hier sehr stark betroffen sind, in Zukunft auch helfen können. Ich glaube, das ist ein wichtiges Anliegen von uns allen, die wir an den Beratungen daran teilgenommen haben. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist meine letzte Rede und ich darf noch ein paar persönliche Worte an Sie richten. Sie dürfen. Ich glaube, auch die Beratung jetzt gerade wieder zum Hochwasserschutzgesetz hat gezeigt, dass wir uns auch in schwieriger Materie zusammenraufen können, dass wir nicht vielleicht eine einheitliche Meinung erzeugen können, aber dass wir uns untereinander verstehen. Dieses Verständnis war für mich in den vergangenen Jahren immer sehr, sehr wichtig, hat mir geholfen und kommt manchmal in der Öffentlichkeit gar nicht so rüber. Die Menschen hören uns hier nur streiten. Dass wir aber miteinander sprechen und miteinander was erreichen, das müssen wir den Menschen vielleicht auch öfter mal sagen. Das würde ich Ihnen wünschen. Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit Ihnen allen. Vielen Dank, Herr Kollege Petzold. Und das wird ja nicht nur Ihre letzte Rede sein hier im Haus, sondern, wie wir alle wissen, zu einem guten Abschluss auch kommen heute. Das ist dann auch der Erfolg. Als nächstes hat jetzt der Kollege Peter Maywald.